zurück zu einem weiteren Part hier bei Guild Wars. Ja, die letzten beiden Folgen haben wir die neue Karte ein bisschen erkundet, Geschichte gemacht und sind heute damit bei, die Karte fertig zu erkunden. Ich habe hier Plishard schon so fertig eingestellt. Natürlich haben wir jetzt schon 56% der Karte und wir haben auch bestimmte Sachen einfach schon geholt, wie hier dieses Panorama und wir haben hier den direkten Weg hier rüber, hatten hier eine Sehenswürdigkeit, die wir schon haben. Nein, die müssten wir noch holen. Haben dann hier die zwei Sehenswürdigkeiten und haben hier das Herzchen und haben halt so unseren Weg, den wir gehen. Ich würde sagen, wir machen das im Flotti-Karotti-Durchgang. Das wird, denke ich, keine lange Ewigkeit brauchen. Wir haben hier unten einen Thermorohr, den wir nutzen dürfen. Wie vorletzte Folge schon erwähnt, kann man die benutzen, sobald man das per Beherrschungspunkt freigeschaltet hat. Okay, den. Ja, und jetzt bin ich einfach tot. Okay, wir gucken mal gerade hier, bevor ich jetzt hier wieder durch die halbe Ewigkeit porte. Also wir haben hier die Sehenswürdigkeit. Das Herzchen habe ich schon gemacht die letzten Male. Diese Sehenswürdigkeit haben wir. Hier haben wir die Herzchen-Sehenswürdigkeit. Wir müssten von hier nach hier weiter. Das haben wir. Hier fehlt uns eine Sehenswürdigkeit. Okay, heißt, ich würde sagen, wir machen es so, dass wir hier hingehen. Und dann hier die Sehenswürdigkeit holen. Genau. Und hier oben waren wir. Da haben wir alles geholt. Dann wollen sie hier hoch. Und hier zu der Sehenswürdigkeit. Okay, da können wir eigentlich von Wegmarke zu Wegmarke porten. Und uns das ein bisschen einfacher machen. So, schauen wir mal. Hier ist das Panorama. Das haben wir geholt. Und hier kommt jetzt gleich ein Thermorohr, was uns durch die Gegend katapultiert. Und ich muss gucken, wie ich den Gleitschirm dann öffne, damit... Ah, okay, ich habe zu spät gedrückt. Okay, hier kommt jetzt unsere Sehenswürdigkeit. Zack, okay. So, die haben wir. Was habe ich gesagt? Hier oben wäre jetzt noch eine Sehenswürdigkeit. Dann nehmen wir doch die da und flitzen ins Thermorohr. Okay, das hat geklappt. Den Punkt haben wir auf jeden Fall. Und wir schauen mal weiter. Um die Karte zu entdecken, würde ich sagen, nutzen wir jetzt einfach mal die Thermorohre einfach durch. Das sieht sehr lustig aus, meiner Meinung nach. Und weiter geht's. Juhu! Ah, da ist eine Sehenswürdigkeit. Okay, also war es doch gut. Oh, was ist das? Voll die Kraker durch die Gegend gesprungen. Okay, die haben wir. Und da hinten haben wir schon den nächsten. Und hier werden auch Beherrschungspunkte brauchen. Hier ist ein grüner Beherrschungspunkt. Und aufgeladen. Weiter geht's, oder? Ja, genau. Juhu. Okay, den Punkt haben wir auch. Und jetzt wollen sie zu dem hier weiter und hier vorne hin. Okay. Ich würde sagen, wir flitzen einfach weiter. Das sieht so cool aus. So kann man halt ganz schnell die Karte schon mal aufdecken und hat ruckzuck relativ viele Sachen schon. Boah, das war jetzt knapp. Wo ist unser... Okay, jetzt habe ich, glaube ich, den falschen genommen, aber ist nicht schlimm. Wir fliegen jetzt einfach per Himmelsschuppe hier hin oder wir nehmen die Wegmarke. Machen wir so. Ist ein bisschen verwirrend, muss ich sagen. Aber man kann auch schnell mal den falschen Thermotunnel nehmen, so wie ich jetzt scheint. Ich glaube, ich habe den falschen genommen. Und ich glaube, der letzte, den wir suchen von diesen Maschinen, der ist hier irgendwo drin. So, wir müssen jetzt mal gucken. Und jetzt müssen wir nach oben. Okay, zack, 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 zack. Wieso verlieren wir hier Leben? Was ist hier los? Okay, den haben wir. Und dann müssten wir jetzt hier hinten weiter. Okay, wir gucken jetzt einfach mal. Lass doch los, bitte. Dass wir hier der Linie ein bisschen unterhalb weiter folgen.
Okay, ich glaube, wir haben das letzte Panorama gefunden. So, Panorämchen. Das sieht so cool aus. So, so cool. Oh, guck mal, da sind die Freunde von meinem Feuerelementar. Okay, dann haben wir das auch. Sehr cool. Schauen wir uns die Karte mal an. 74%. Mega. So, jetzt bevor ich jetzt hier irgendwie was vergessen habe. Okay, der nächste Punkt wäre hier. Aber der Rest sieht schon mal soweit gut aus. Wir haben hier soweit alles aufgedeckt. Uns fehlt hier oben noch was. Hier ist dieses Riesensprungrätsel. Wie müssen wir jetzt weiter? Wir dürfen jetzt hier rüber, weil hier eine Sehenswürdigkeit ist. Und dann dürfen wir hier entlang weiter zum nächsten Spot. Kommst du zurecht als Necro? Denk schon, ne? Versteinerter Dings. Hier ist eine Sehenswürdigkeit gewesen. Hier scheint es auch. Laut denen. Die haben wir dann vielleicht schon. Oder? Ja. Panorama. Wir müssen jetzt hier runter das Herzchen machen. Herzchen, Herzchen, Herzchen. Da ist das Panorämchen, das haben wir. Verloren gegangenes Ei. Die können wir sammeln, soweit ich weiß. Und dann müssen wir die abgeben. Genau, die Eier. Man kann da nicht viele von sammeln. Aufgeladen. Aber man hat damit schon mal einen großen Teil fürs Herzchen soweit frei. Wo haben wir noch verlorene Eier? Hier ist ein wertvolles Ei. Oh, hier geht die Post wieder ab. Was willst du da? Was bist du für ein kleines, süßes Teil? Nein, wieso? Warum ist die Banane krumm? Okay, das haben wir auf jeden Fall geschafft. So, wir brauchen weitere Eier. Wertvolles Ei haben wir hier. Zack. Aufgeladen. Da ist auch noch ein wertvolles Ei. Wie viele Eier haben wir? 6 Stück. Okay, hier haben wir auf jeden Fall noch eins. Und da oben. Und da unten. Ich glaube, sie haben den Resetter der Eier schneller gemacht, weil ich kann mich, meine ich, daran erinnern, dass das damals sehr lange gedauert hat, bis die sich resettet haben, die Eier. So, haben wir hier irgendwo noch ein Ei? Nein, ne? Dschungelpflanze. Dann gucken wir mal, wo der Herzchenmensch ist. Hier ist der Herzchenmensch. Der ist ein bisschen versteckt. Ah, ich sehe ihn nicht durch die Dings. Hier, ich komme mit Geschenken. Genau, was müssen wir denn noch machen? Perlen oder Eier spendet, feindselige Tiere bezwingt. Kriegt man aus Lotus die Perlen? Nee. Wertvolle Perlen. Okay. Dann sammeln wir halt weiter die Eier. Die spawnen echt schnell. Also das war damals nicht, soweit ich weiß. Muschel voller Perlen. Darf ich die jetzt kaputt machen? Schnell. Ah, cool. Die hat uns tatsächlich eine Muschel gegeben. Wie cool. So, dann holen wir nochmal so eine ganze Handvoll Eier. Passionsblüte, Veteranensteinkopf, den könnten wir dann auch gleich kaputt hauen. Ja, wo rennst du hin? Komm mal wieder zu mir zurück. So. Einige
Haben wir jetzt auch. Oh mein Gott, okay. Los, wir brauchen weitere Eier. So, hier haben wir noch ein Ei gehabt. Hier hinten. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir die dem vielleicht schon abgeben, um zu gucken, ob das schon reicht. Nehmen wir das noch mit. Und geben die ihm mal ab. Und das nehmen wir auch noch mit. Wenn wir jetzt schon hier sind. Zack. Schau mal, wieder was für dich. Ja, wir haben es geschafft. Perfekt. Okay. Heißt, wir haben unser 4. von 5 Herzen fertig und dürfen jetzt hier weiter rumfliegen. Juhu, einmal um die Kurve und wieder nach oben. Und da haben wir das letzte Panorämchen. Das sieht so cool aus. So cool. So. Okay. Das haben wir jetzt auch. Ne, ein Panorama fehlt uns sogar noch. Wartet. Uns fehlt ein Herz, ein Panorama und 4 der Sehenswürdigkeiten. Okay. Gehen wir mal auf unseren Rocky. War jetzt scheint es keine Sehenswürdigkeit mehr. Vielleicht wurde die auch angepasst. So. Da soll was sein. Auch nicht. Okay. Doch, jetzt ist da aber was. Okay. So. Und hier haben wir das nächste Herz. Aufgeladen. Genau. Wir müssen bezwingt die Mursat-Verteidigung, die Jade-Konstrukte und die Zerstörer. Okay. Dann machen wir das. Okay, den haben wir auch. Oh Gott, der Fortschritt ist ja minimal. Was ist das hier? Hier ist so ein Zahnrad. Was ist das hier? Hier ist so eine Tafel. Ah, das ist auch fürs Herz. Ja, cool. Dann können wir hier ein paar Dinge sammeln. Spür das Brennen. Bei allen Winden. Da liegt auch irgendwas drin. Eine Tafel der Mursat. Ich kann doch diese Mursat-Taschen sammeln. Aber wir gehen jetzt erstmal nach oben. Okay, hier darf man nicht mit Reittier hin. Ah, da haben wir das letzte Panorama. Gut, dann holen wir uns das Panorama und die Sehenswürdigkeit. Und hier ist, wie gesagt, dieses Riesensprungrätsel, wo man dann wirklich Konzentration braucht. Also das ist Wahnsinn, dieses Sprungrätsel. So. Spürt das Blitzstrahl! Das war ein Knaller. Okay, Panoramchen haben wir jetzt auch. Dann müssen wir mal kurz hier auf die Karte gucken. Wir brauchen noch 3 Sehenswürdigkeiten. Wir haben hier noch einen und hier. Aber eine fehlt dann. Vielleicht ist hier drinnen dann noch eine. Okay, ich würde sagen, wir holen uns die Sehenswürdigkeit und dann diese und machen das Herz nebenbei weiter. Da ist so ein Mursat-Dokument. Das nehmen wir doch auf jeden Fall mal mit. So, zack. Leere Tafel. Aufgeladen. Ich glaube, die stehen sonst hier nur rum. Die haben nämlich nicht dieses X auf dem Kopf. Hallo? Bist du des Wahnsinns? Na klar, genau. Kick mich eine Ebene tiefer. Zum nächsten direkt. Oh mein Gott. Ja, klar. Da unten ist eine Mursat-Tafel noch. Beherrschungspunkt.
Hier ist noch eine Mosad-Tafel. Aufgeladen. Okay, die haben wir auch. Na? Oh, ich dachte jetzt schon, ich komme hier nicht raus. Ja, guckten, hier ist auch so ein riesen Champion, den man dann machen muss. Okay, ich würde sagen, wir holen uns jetzt... Ah, den haben wir jetzt schon. Okay, dann holen wir uns den anderen die andere Sehenswürdigkeit, solange dieses Event hier ist. Mal gucken. 12 Minuten soll das hier noch sein. Oh Gott, oh Gott. In die Richtung, genau. Oh, hier ist zumindest gerade nichts los. Und hier ist auch eine Mosad-Tafel. Nehmen wir die doch mal mit. Und unsere Sehenswürdigkeit. Okay, heißt, uns fehlt eigentlich ein Herzchen nur noch. Und zwar das, was wir gerade machen. Da kann man rein, das weiß ich. Machen wir uns mal kurz unsichtbar. Aufgeladen. So, genau. Man kann hier irgendwie, wie sie es hier abgebildet haben, rein. So eine Hinterecke. Da gehen wir jetzt mal ganz kurz rein, um uns das anzugucken. Und dann können wir den letzten Stein aktivieren für unsere Geschichte. Es ist schon Wahnsinn, wie man da so durch die Ecken und Kanten durchkommt. Das eigentlich, oh mein Gott, okay, ich sterbe, ja. Okay, das war vielleicht doch nicht so gut. So, alle guten Dinge sind drei. Wir haben jetzt noch 10 Minuten, wo dieses Event ist. Ich versuche jetzt einfach mal so Stück für Stück. Kann ich dir irgendwie was abgeben? Nee, ne? Diese, na, jetzt hänge ich hier fest. Veterane so zu mir zu locken. Der hat aber ein... Spür das Brennen! Die Luft ist mein Element. Stärke geht zur Neige. Aufgeladen! Macht er denn sein Schild weg? Ja, was hat der jetzt gerade mit mir gemacht? Der hat mich ja voll in der Luft festgehalten. Ja! Stein und Bein! Ich sterbe. Spür das Brennen. Aufgeladen. Erst Verteidigung, dann Angriff. Überflutet bei allen Winden. Okay, den haben wir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Alter, die sind hartnäckig, die Teile. Haben wir irgendwo noch Mosad-Tafeln, die ich jetzt noch nicht entdeckt habe? Da unten ist... Ah, nee, ein Katalyst ist es. Ein Ele, eine Eli ist es da. Ich glaube, so viele muss ich gar nicht bekämpfen, um mein Herz hinzukriegen. Ich glaube, vielleicht noch so 5 Stück. Und dann... Könnte ich es auch haben. Ich hoffe jetzt, dass ich nicht den nebenbei attackiere. Aber das ist auch wieder ein anderer Veteran. Na ne, jetzt hat er auch sein... Aufgeladen. Sein... Dings aktiviert, seine Trotziba. Okay, wir haben da oben, da unten noch einen. Nehmen wir den erst. Was ist mit dem? Überflutet. Der marschiert oder was? Okay. Der fährt da die Wege hoch und runter. Und ja. Spürt das Brennen.
Okay, wir haben es. War es ein Glück, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Okay, haben wir jetzt die Karte? Uns fehlt eine im Berg fehlt uns eine Sehenswürdigkeit. Okay. Ob wir das wirklich hinbekommen? So. Jetzt wollen sie darüber. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Bringen wir den kaputt. So mache ich das. Stein und Bein. Oh, keine Ahnung, ob das funktioniert. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Oh mein. Erfrischender Nebel. Dieser Schmerz. Oh, schnell, schnell, schnell. Jetzt darf ich von mir aus sterben. Oh mein Gott, okay. Wir haben es geschafft, okay. Ich lasse mich jetzt sterben einfach, sonst komme ich hier nicht raus. Okay, auf jeden Fall, wir haben die Karte erkundet, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, ich kann es gar nicht glauben. Okay, ich würde sagen, wir gucken jetzt, dass wir den... Ah, da ist der so ein Zwischenspot, wo wir den letzten Dings machen können. Aber ich bin im Kampf, leider. Mach mich schon mal tot. Kann ich hier raus, zufälligerweise? Ah! Oh mein Gott. Ui. Wow, ich habe das sogar überlebt. Ja, leider hat er mir jetzt die letzte Aufnahme irgendwie kaputt gemacht. Wir haben jetzt gerade eben die vierte Maschine angeworfen. Und müssten jetzt rein theoretisch hier hinter wieder, wo wir die Karte erkundet haben. Und zwar müssten wir dort machen, findet die Mursat-Festung. Genau, das gehen wir aber dann alles im nächsten Part an. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls du noch nicht abonniert haben solltest, dann kannst du dies gern kostenlos tun. Und hilft dabei, den Kanal, ja, meinen Kanal weiter wachsen zu lassen. Dann hoffe ich sehr, dass es dir soweit gefallen hat. Wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.